Hallo, da sind wir wieder in unserer Wir wollen reich werden WG. Wir sind hier noch in der utopischen Zukunft und ich habe meine Sims mal ein bisschen früher ins Bett geschickt, weil ich wollte hier dann mal mit dem R2D2 auf dem Friedhof angeln gehen. Ich habe ihn auch schon mal hingejagt, weil das ist ja am Arm der Welt hier, und bis er da ist, man wartet man wahrscheinlich hier ewig. So, dann wollte ich mal schauen, ist hier schon der Fisch des Grauens? Nee, noch nicht. Jetzt ist er da, genau. Um 0 Uhr erscheint er. So, hier, Köder wählen. Engelhai natürlich. Mit Engelhai kann man wunderbar den Fisch des Grauens angeln. Und man sollte auch möglichst pünktlich auf dem Friedhof erscheinen, weil, wie gesagt, habt ihr gerade gesehen hier, der erscheint um 0 Uhr und bleibt dann, ja, unterschiedlich lange. Also bei mir meistens nur bis um 2, 3, selten länger. Er soll wohl auch bis morgens um 6 bleiben, ich weiß es nicht. Bei mir war der noch nie so lange. Ja, den Fisch des Grauens, den kann man natürlich erstmal wunderbar verscherbeln. Der ist nämlich immer gut Simlons wert. Und ansonsten natürlich für Ambrosia. Ja, wenn ihr Ambrosia kochen wollt, müsst ihr natürlich alles Rezept lernen und dann braucht ihr noch die Frucht des Lebens und den Fisch des Grauens. Und wenn ihr dann Ambrosia esst, dann werdet ihr wieder jung und frisch und knackig. Wer also jetzt hier nicht seine Sims auf episch stellen möchte und trotzdem die Alterung aktiv haben möchte, der sollte diese drei Sachen da immer gut zusehen, dass er die bekommt und Ambrosia kochen. Jo. Mal so ein kleiner Tipp am Rande. So, Luisa, was machst du eigentlich? Du solltest ja noch müsstest du eigentlich bald mal ausgeschlafen haben hier, ne? Den Zeitreisenden besuchen. Aber ich glaube, um 0:56 wirst du den, nicht treffen. Der wird ja wahrscheinlich pennen. Aber den James, der ist schon mal wach. Du willst in den Pool Mitternachts schwimmen oder was hier, ja? Na gut, dann lassen wir ihn. Ja. Vielleicht sollte ich den auch mal ein Sprungbett oder sowas hier hinstellen. Wäre es nicht ganz so langweilig, ne? Na, egal. Machen wir so einfach erstmal weiter. Ja, die Hanna, die hat ja fast ausgeschlafen. Die könnte dann mal ein bisschen was zu essen kochen hier schon mal. Die sind ja, glaube ich, alle so ein bisschen hungrig. Ich glaube, vom Kochen hat zwar auch noch nicht so viel Ahnung, aber ist egal. Dann lernst du es halt mal für später, ne? So, mach doch mal Essen hier. Da steht da noch ein bisschen was rum. Was ist das? Schlecht. Nee, wollen wir nicht. Das kannst du mal bitte schön aufräumen. Und koch doch mal richtig am Herd. Dieses Ding hier ist ja ganz toll, aber eigentlich finde ich es viel schöner, wenn die richtig kochen. Ach, du kannst auch noch nichts. Ja, die Luisa hat immer für das Gute gesorgt hier. Ja, James, mitten in der Nacht hier im Pool schwimmen. Ja, das soll ja erst mal danach machen hier, ne? Du hast Einfälle. Du wirst wach und springst in den Pool. Naja, hattest wohl schlechte Träume oder was? Muss ich abkühlen. R2D2, was machen deine Angelkünste? Hast du schon was geangelt? Und wenn, wer, ja, wie viel? Ja, wo ist er denn? R2D2. Da ist er. Finde ich immer witzig, ja, wenn die erst so spät erscheinen und dann hier diese ganze Gerätschaften aber schon da sind. Ja, das sieht ja irgendwie aus, als wenn hier Augen schwimmen, ne? Sind aber hier die von der Angel hier, die Dinger. Wie heißen die? Posen. Ah! Ja, sieht gut aus. Wie ganz verzottelt hier. Mal gucken, was hast du denn schon? Vier Stück schon. Oh! Und was sind die so wert? Ich ziehe mal kurz. Aha! Ah, sieht jetzt wie 1000 Simmel los. Eine Nacht geangelt hier und schon ausgesorgt hier. Und noch einer. Ja, das geht ja hier zack hintereinander weg. Super. Na, dann machen wir hier weiter. So, Luisa, warum liest du denn? Hatte ich dir noch gar nichts gesagt, was du tun sollst? Ach nee, du hast ja noch gepennt, ne? Nee, komm, dann machen wir ein bisschen an deinem Garten hier rum. Ach, dem geht's gut? Im Garten? Nee, Quatsch, hier kannst du doch machen. Garten pflegen. Ja. Ich glaube, das kommt ja sowieso dann nochmal, ne? Naja, egal. R2D2, was machst du? Jetzt willst du lesen? Du hast echt Langeweile, habe ich den Eindruck. Hanna, du hast Essen gemacht, ne? Wo bist du denn? Honey, wie sieht's denn aus? Hä? Ist das was geworden? Hä? Wenn du noch nie was gemacht hast hier, hast du noch nie was gekocht? Hast du überhaupt schon einen Kochpunkt? Glaube ja nicht. Okay, das war nix. Wir lassen denn doch lieber die Luisa kochen, würde ich sagen, ne? Geh mal weg da, Schätzchen. Mach was anderes. Irgendwas, was du kannst. Nanomaschinen werfen und sowas. Kochen ist nicht so dein Ding, ne? Komm, kannst du wegschmeißen. Brauchst du nicht essen. Räum auf. das ist ja voll in die Hose gegangen. Naja, egal. Du bist noch fleißig am Angeln, das ist schön. Du machst schön deinen Garten und ihr zwei habt nichts weiter zu tun. Ja, wenn ich dich zum an den Herd schicke oder was, denke ich mal, ist genauso schlecht. Komm, Luisa, lass den Garten sein. Lass den Garten Garten sein.
und mach denen was Schönes zu essen. Ach, jetzt haben sie sich hier schon selber was bedient hier. Ja, so einfach geht das, ne? Machst du einfach hier mal aus dem Generator hier was raus. Na komm, dann iss es halt. Iss deine komischen Kekse, was auch immer das sein mag. So. R2D2, Quatsch. James. Komm. Moment. Das ist schlecht. Hey, Hannah, lass es sein. Ist es nicht. Ich muss es nicht übergeben. Lass es sein. Räum es auf. Wo hast du denn das jetzt her? Hast du das echt hier rausgeholt? Das kannst du auch nicht. Du kannst noch nicht mal richtiges Zeug aus dem Kühlschrank rausholen. Luisa, die Leute verhungern. Komm, koch denen was Schönes. Das ist ja nicht mit anzusehen. Frühstück servier. Guck mal, du kannst sogar schon Pfannkuchen. Mach das mal. Und Hanna, bevor du auf dumme Gedanken kommst und dir nochmal, nein, lass das sein. Hier holt er lauter schlechtes Essen raus. Warum? Warum tust du sowas? Räum das weg. Komm, schreib dein Buch weiter. Dann bist du beschäftigt. Komm, geh hier hin. Geh hier hin. Komm, na, geh raus aus der Küche. Das ist nichts für dich. Komm, schreib dein Buch, dann bist du weiter beschäftigt erstmal. So. Erstmal von der Küche hier fernhalten, ist ja schlimm. Luisa, Mia. Du musst ja erstmal das da wegmachen hier und machst dir erst deinen Garten fertig. Nee, das dauert uns so lange, sind hier verhungert. R2D2, du, unser Angelfreund hier, ha? Ist überhaupt noch der Fisch des Grauens da? Wir haben jetzt 4:49 Uhr, denke mal nicht, ne? Nö, da ist keiner mehr. Na, mal gucken, wie viele hast du denn gefangen? Na, 6, na, immerhin. Na, wir mal gucken, die verhökern wir mal jetzt gleich. Na, hier, guck mal, 3.500 Simmelons. Ja, sind wir reicher. Und was der hier? 95. Ach, egal. Verhökern wir auch. Kleinvieh mach auch mit. So, kannst aufhören, kannst nach Hause gehen. Tschüss. Das war's. Wir brauchen dich hier nicht mehr. James. Wie sieht's denn aus? Hat denn die Luise euch schon was zu essen gemacht? Ja, sie ist ja dabei. Die gute Fee hier, ha? Unser kleiner Hausdrachen. Ja, du kannst das, ne? Wir müssen ja eigentlich auch mal anfangen, hier deine Rezepte zu sammeln hier. Du möchtest ja eigentlich alles gerne besitzen und weißt du was? Ich glaube, du kannst noch gar keins. Wir haben dich da total vernachlässigt, ja? Weil wir jetzt hier durch dieses ganze Zukunftsspektakel immer mit irgendwas anderem beschäftigt waren. Und jetzt, ach, beim Zeitreisen warst du ja auch nicht. Ja klar, du hast ja auch im Whirlpool gelegen. Ah, du bist eine Maus. Na gut, wenn du gegessen hast, dann auf zum Zeitreisenden. Und? Ist es dir denn gelungen? Mal gucken. Lecker sieht's ja aus. Oh, ich krieg Hunger. Ich krieg Hunger, Luisa. Kannst du denn für mich auch ein Tellerchen machen? In deinem kleinen süßen Dingelchen hier. Was machst du denn jetzt hier? Hä? Hast hier gerade wieder den Schuljubelruf hier. Ja, toll machst du das. Vor allen Dingen hier vor dem Kamin oder vor der Lampe oder wen willst du damit jetzt beeindrucken? Hä? Niemanden. Du bist ja einer. So, kannst du eigentlich hier was machen? Guck mal hier im Feuerstocher. Stocher doch da mal ein bisschen im Feuer rum. Ich meine, der Kamin sieht ja irgendwie toll aus, ne? Wobei ich auch diese alten Kamine, ich kann mich immer nicht entscheiden, modern oder die mehr na, hier so ländlich hier. Ich finde mal so beides schön. Darum, also ich habe immer ein Haus so und ein Haus so. Kann man damit noch was machen? Aufwärmen? Kraut verbrennen? Basilikumsamen, ja, verbrennen die mal. Mal sehen, was dann passiert. Wahrscheinlich nichts weiter, ne? Pack die da mal rein. Ja, schmeißt die da jetzt. Kannst du mal ein bisschen liebevoller machen? Ja, toll, jetzt raucht es hier. Hat man davon irgendwas? Riecht es denn besonders gut oder so? Gemütliches Feuer, ja, das sehen wir. Keine Ahnung. Na gut, Luisa, hast du Essen fertig? Können wir jetzt endlich mal was essen hier? Na toll, hat er. Hat sie alles schön. Hast du denn selbst was gegessen? Ja, du hättest doch mal den anderen Bescheid sagen können, oder? Egal. Na gut, dann geh jetzt erstmal schnell nochmal auf den Topf hier und dann ab zum Zeitreisenden, bitte schön, ja? Damit wir das ja endlich mal erledigt bekommen. Komm, Hanna, du kannst ruhig jetzt mal kurz aufhören. Und was essen. Halt. Hör auf zu schreiben. Komm, iss was. Hier, setz dich gemütlich mit dem James hin. Und, ich meine, wenn er so lange auf dich wartet, ne? Es ist ja hier bei Sims 3 irgendwie kaum möglich, hier gemeinsam an den Tisch zu kriegen. Währenddessen bei Sims 2 haben die ja da immer den ganzen Tag verbracht mit Essen. Ja, das habe ich mir gedacht, James. Du bist schon fertig. Das ist hier irgendwie, geht das nicht. Man kriegt man ganz schwer hin. Naja, egal. So, James, komm. Gibt's denn. Ah, du kannst auch nochmal schnell auf dem Klo. Was ist denn? Was meckerst du denn hier rum? Du sollst zum Zeitreisenden. Junge Frau, haben wir schon wieder vergessen, oder was?
Los, mach dich auf die Socken hier. Ha? Es ist 7:39 Uhr, der sollte ja mittlerweile aufgestanden sein. Komm, James, du gehst mal aufs Klo und dann mach die Stadt unsicher. Gibt es denn in diesem hinterlassenen Park, jetzt haben wir doch die Zukunft geändert, gibt es denn da jetzt eigentlich auch eine Statue von irgendeinem von uns? Nee, ne? Da muss man noch was Besonderes machen, oder? Oder? Wir gucken mal. Das ist hier, der sieht ja aus wie der Zeitreisende selbst, persönlich. Ja, genau. Ja, tolles Posing, junger Mann. Und wen haben wir jetzt hier? Mal gucken. Ich weiß noch gar nicht, ob da eine Meldung drüber kam. Ey, na, wo sind sie denn jetzt hier? Da. War da nicht mal mehr? Egal. Ja. Wer bist du denn? Nee, der sieht nicht nach aus, irgendwie einer von uns. Aber kannst du mal die Inschriften lesen? Lies mal die Inschrift, genau. Ups. Und sie hier? Nee, die ist glaube ich auch nicht von uns. So eine komische Klamotten hat keiner von uns an. Wenn ich jetzt blind? Ach so, wenn ich zu dich rangehe, dann erkennt man die gar nicht, deswegen. halt, Moment. Wer ist das hier? Dann sieht so, was ist das denn, Männlein oder Weiblein? Lies doch mal, was da drin steht. Inschrift. Irgendwie mehr aus wie so ein glänzende Unterhaltung. Aha. Nikolai Sabbel. Aha. Wie auch immer das war. Inschrift lesen. Nee, leider ist aber, glaube ich, keine von uns. Schade. Ich glaube, da hätten wir noch mehr machen müssen hier, außer nur die Zukunft verändern, oder? Oh ja, ich fand das ja eine tolle Leistung, ja. Andrea Arroyo. Mein Gott, das sind aber auch immer Namen. Rein zum Zungenbrecher. Na egal. Lass es sein. Haben wir dann hier noch ein paar Blümchen? Dann kannst du hier noch mal ein bisschen mit dem Tau rumwerfen, wenn du willst. Was hatten wir jetzt hier noch mal? Genau. Ach ja, man kann ja auch im Lotto gewinnen und dann das Geld spenden. Ja. Ja, geht's noch? Wir behalten unser Geld. Nee, dafür sind wir dann einfach zu arm. Komm, spiel mal noch ein bisschen hier mit deinen. Was? Den Bären besuchen? Was ist das denn? Aha, Erotuf. Was ist denn ein Erotuf eigentlich? Ach so, die Bar hier oder Kaffee oder sowas. Na, dann geh doch mal rein. Mal sehen, wie du da triffst. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht. Wie sieht denn das von innen aus? Hey, warte. Und? Passiert hier auch was? Oder ist das so ein Ding, wo man gar nicht rein kann? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. So, das ist wie ein Logo. Doch, müsste man doch rein können. Na komm, warte, ich komme noch mal zu dir. Da ist nichts. Warum ist denn hier nichts? Das ist ja doof. Moment. Runter. Hä? Ah! Jetzt ist es da. Der war wahrscheinlich noch gar nicht ganz angekommen und deswegen war es noch nicht richtig geladen. Naja, egal. Was kann man denn hier Schönes machen? Ja, aha, hier kann man sitzen und einen Brunnen betrachten und hier kann man ein paar generierte Getränke. Ja, dann bestell doch mal ein Lieblingsgetränk, generiertes Getränk, Runde aus, Runde bestellen. Ja, bestell doch mal eine Runde Violettadrett. So, was machst du da mit dem? Wer ist das überhaupt? Digi und Gruselmodell. Aha, Kellnerin. Ach, du bist eine Kellnerin. Servierst du hier denn auch was? Das wäre doch mal interessant. Was gibt's denn hier noch? Was ist das denn hier alles? Ach so, diese ganzen Blumen hier, diese künstlichen, na, damit kann ich mich noch nicht so anfreunden. Ah, naja. Ja, sehr aufregend. Geht's hier auch noch irgendwie noch weiter nach unten? Nee, nach oben? Auch nicht. Ich meine, ein tolles Gebäude, ja, und man könnte da mal gut einkehren, aber, ja, das war's dann auch schon. So, Hanna, was machst du eigentlich? Du malst, das Kind malt, ja, was hast du denn Schönes gemalt? Na, das sieht immer was aus hier. Malst du die Bäume ab, ja? Schön. Ja, und danach, wenn du damit fertig bist, dann darfst du. Wie weit bist du denn mit dem Bild? Kann man das erkennen? Hast du gerade erst angefangen? Nö, ne? Mit dem Bild ist sie gleich fertig. Luisa, wo bist du eigentlich? Im Whirlpool, du solltest den Zeitreisenden besuchen. Warum gehst du immer in den Whirlpool hier, wenn du den Zeitreisenden suchen sollst? Mann, so wird das hier nie was. Da ist er. Hier ist ein ganzer Auflauf hier. Ganz viele Leute, ganz viele Robos, Plumbobs und weiß ich nicht was. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, meine Fresse.
Kein Wunder, in der Stadt nichts los ist. Sie sind alle hier. Ja, also jetzt muss ich mal hier aufpassen, dass sie denn auch wirklich mal kontaktiert. Und warum hast du jetzt ein Bikini an, junge Frau? Hä? Was ist denn, macht das hier für einen Eindruck hier, wenn du hier halb nackt rumrennst? Nun los, hin zu ihm. Und, klappt's jetzt endlich mal? Ja. Ah, schön. Ach du Gü. Jetzt fängt ja auch schon an zu. Ach du wütender Gartenzwerg, das Schiff klingt so wundervoll. Du musst mir von allem berichten, was du daran gesehen hast, ja. Und jetzt? Haben wir dafür wenigstens was bekommen? Na, so eine Zeitverschwendung hier. Keine Simoleons, kein gar nichts. Ja? Hast du irgendwas anderes bekommen? Ich weiß es gar nicht. Oh, Blasen. Ja, noch was zum Whirlpool. Was ist das? Beruhigende Szenerie. Ah, na schön, haben wir uns damit so rumgemüht und bringt gar nichts. Naja, egal. Dann kannst du dich ja mal ein bisschen die Gegend unsicher machen hier. Wo sind denn hier noch diese? Ach, Pflänzchen hier. Hier, komm, hier, schüttel noch ein bisschen an denen rum, sammel ein bisschen Tau. Ja, das nehmen wir dann alles mit hier, wenn wir in einer anderen Welt weiterspielen. Weil jetzt habe ich hier so viel Zukunft hier gehabt und so viel, das meiste war ja in der anderen, in der düsteren Zukunft, aber ja, wir können jetzt mal wieder was anderes machen. Hier gibt es keine Tiere und nichts, gar nichts. Und dieses ganze Gequietsche hier, ich weiß nicht. Ich glaube, ich muss mal wieder in eine andere Welt. Weiß zwar noch nicht in welche, aber lassen wir uns überraschen, ne? Ich denke mal, vielleicht sogar schon beim nächsten Mal. Weil irgendwie ist es nämlich schade, weil die sehen zwar anders aus, aber trotzdem sind sie doch irgendwie gleich. Und ich denke mal, ich werde einfach mal wechseln. Die tollen Errungenschaften können wir ja mitnehmen. Ja, wir können ja vielleicht noch ganz viel Tau sammeln. Vielleicht können wir damit ja in der anderen Welt ja auch noch ein bisschen rumspinnen. Hast du dein Bild jetzt hier fertig? Sag mal. Na, mal gucken. Betiteln, verkaufen. Nö. Nimm das mal. Das können wir doch irgendwo anhängen. Ha? Ist es denn eigentlich ein richtiges Bild oder ist es dann mehr so? Ne, ich glaube, wir haben gar keine Wand frei. Mal gucken. Ich habe ja alles vollgehangen hier. Nee, da ist alles mit Gardinen voll oder Fenster. Wir haben keine Wand zum Anhängen. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, dumm gelaufen. Oder wenn ich mal hochklappe, findet man da was? Ich würde es ja gerne mal irgendwo. Ich glaube, das passt nirgendwo hin. Schau, mal schauen. Hey, mach mal einen Sack auf hier. Wie groß ist es? Sieht es da ganz anders aus. Oder? Wir titeln Geschenk machen. Nee, kann man das nicht irgendwo anhängen? So viel Platz haben wir nicht. Nirgendwo. Oder auch nicht, ne? Anderes. Ah, doch, da geht es. Moment. Hinter dem Regal? Das ist ja doof. Ach, das ist auch bloß so ein holographisches, denn, ne? Naja, ich weiß nicht. Jetzt einrahmen. Rahmen ein. Ah, oh. Na, okay, das sieht natürlich gut aus. Aber warum das jetzt genau an dem Regal da, hin kann, weiß ich nicht. Egal, lass mal so. R2D2, was machst du eigentlich? Wo bist du überhaupt? Ach, du spielst ja mit deinem Dingelchen rum. Ja, ich meine, toll aussehen tust du ja hier, gar keine Frage, ne? So, Luisa, hast du, ja, du warst ja mit dem Zeitreisenden beschäftigt und bist jetzt hier irgendwo in der, hast dich verlaufen. Hast du denn Tau gesammelt? Tau hast du gesammelt. Kann man nochmal sammeln? Nee, nur schütteln. Auch nur schütteln. Und wenn man die schüttelt und danach nochmal sammelt? Na egal. So. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal an der Stelle Schluss. Mal ein bisschen hier vom frühen Nachmittag. Wo sind die jetzt überhaupt alle? Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Mal schauen, ob wir dann noch hier sind oder ob ich mich denn schon für eine andere Welt entschieden habe. Ich überlege mir das noch kurz. Und ansonsten, ja, viel Spaß bei allem noch, was ihr noch machen wollt. Ciao, ciao.